Schönen guten Abend heute zum Lightroom-Webinar. Nachdem wir im ersten Teil uns mit der Bibliothek beschäftigt haben, werden wir uns heute schwerpunktmäßig mit dem Thema Bildbearbeitung, Entwicklung beschäftigen. Und es ist ja gerade die große Maskenfunktion dazugekommen beim Update im Oktober. Das heißt, Lightroom ist sehr, sehr mächtig geworden. Ich nehme jetzt einmal an, jeder hat sich ja die Übungsdaten schon runterladen können oder hast du noch irgendwo ein Problem gegeben? Ja, hat Gut, funktioniert. wunderbar. Also meine lädt noch leider. Ich habe zu spät erst angefangen zu laden. Und dann Ist hat ja es mir kein gesagt, es Problem. braucht ein. Ich werde jetzt einmal, wir machen uns jetzt einmal einen neuen Katalog. Ich zeige das dann vielleicht einmal vor. Und dann spielen wir diese Daten in diesen Katalog hinein. Vielleicht nicht in euren eigenen Katalog, mit dem ihr permanent arbeitet, damit ihr einfach nicht irgendein Problem bekommt dann. Also es macht immer Sinn, das in einen eigenen Ordner zu speichern. Dann kann man das nachher wieder löschen. Ansonsten vertut man sich vielleicht irgendwas. Ich gebe euch einmal meinen Bildschirm frei. Neuer Katalog. Und gehe dann immer am Desktop diesen Ordner angelegt, den ich euch geschickt habe. Und ich gehe einfach in den Ordner Bildbearbeitung und nenne den Katalog Webinar 2. Gehe auf Erstellen. Und Lightroom macht jetzt automatisch dann einen neuen Ordner. Ich überspringe das einmal. Sie ist eben nicht. Jetzt, Ja. genau, jetzt passt einmal auf. Schaut mal, da oben liegt bei mir dieser Ordner Bildbearbeitung. Und ich nehme jetzt einmal diesen Ordner und ziehe ihn hier in diesen freien Bereich. Schaut mal, was jetzt passiert. Dann geht nämlich automatisch der Importdialog auf. Das heißt, dann brauche ich nicht hin navigieren. Also ich gehe einfach hier auf Bildbearbeitung. Jetzt zeige ich euch den nächsten Schritt und dann könnt ihr schon weitermachen. Und jetzt ist wichtig Entschuldigung. hinzufügen. Ich steige da mal kurz aus bei dir und beende mal die Freigabe. Mach einfach den Ding auf, den wir vorher gehabt haben, den Katalog, okay? Dass der aber Bilder drinnen. Okay. Ich fange mal meinen ersten Ordner an mit den Basiskorrekturen. Ich habe da rechts ein bisschen ein unterbelichtetes Bild. Und um das zu bearbeiten, gehe in den Entwickeln-Modus. Und man sieht es natürlich auch schon ganz gut am Histogramm, dass da irgendwas nicht stimmt. Das heißt, in dem Fall würde ich einfach mal die Belichtung heller machen. So auf circa plus 2 in dem Fall. Und wenn ihr dann wissen möchtet, wie das vorher oder nachher ausgesehen hat, drückt ihr einfach hier diese Taste links oder die Y-Taste, also Kurzbefehl Y. Also im Entwicklungsmodul ein Foto aufrufen und ihr könnt es dann mit der Y-Taste quasi hin und her schalten. Wenn ich ein Foto habe, dann kann ich mir mal als erstes das Profil anschauen und es sind jetzt hier die Kameraprofile hinterlegt. Also da, das ist zum Beispiel, das sind die Canon-Profile, Nikon, Olympus und die haben lauter eigene. Und ihr könnt jetzt einmal das Profil auswählen, dann in Zukunft, das euch am besten gefällt. Also neutral, ist so ganz eine normale Farbgebung. Und es macht natürlich schon einen Sinn, dass ihr dann sozusagen bei einer Reihe, dass alle Bilder dasselbe Farbprofil haben. Also nicht bitte das erste mit Landschaft, das zweite mit Porträt und das dritte originalgetreu, weil dann bekommt ihr keine konsistente Serie. Aber das ist am Anfang oft so eine große Hilfe, um mal ein bisschen einen Farblook zu bekommen. Bei Landschaft wird Grün und Blau ein bisschen optimiert. Bei Porträt geht es um die Hauttöne. Also das einfach anschauen. Das ist normalerweise immer so der erste Schritt. Dann weiß obgleich in dem Fall, wäre in Ordnung, da brauche ich nichts machen. Wenn ich das Foto jetzt ein bisschen gerne wärmer hätte, dann kann ich einfach hier mal den Weißabgleichsregler, die Farbtemperatur nach rechts ziehen. Das jetzt seht, dann geht es jetzt ein bisschen wärmer. Und wenn ich es nach links ziehe, wird es kühler. Beim RAW-File habe ich da verschiedene Möglichkeiten, Presets einzustellen. Beim JPEG habe ich da ein bisschen weniger. Aber ich bleibe mal hier auf die Aufnahme. Dann kann man oben auch direkt hineinklicken. Ich gehe da nochmal zurück. Ihr könnt auch oben direkt ins Histogramm klicken und könnt die Helligkeit auch direkt, also optisch am Histogramm quasi verschieben. Und als nächstes schauen wir dann
den Schwarz- und den Weißpunkt an. Das heißt, ich gehe hier mal einfach auf Schwarz und ziehe mal den Schwarzregler. Ihr seht hier dann da ganz links, da ist der Schwarzbereich, bis es so einmal passt. Dasselbe mache ich dann mit Weiß. Well, wann passt es? Das passt, wenn das Histogramm in dem Fall Okay. die ganze Seite ausfüllt, wobei das ist sehr stark motivabhängig. Und wenn ihr eine visuelle Hilfe haben möchtet, dann drückt ihr die Alt-Taste und mit der Alt-Taste sieht man den Beschnitt. Ihr seht, jetzt gehe ich so weit nach rechts, bis die farbigen Pixel weg sind. Und bei Weiß genauso. Weil alles, was jetzt sichtbar ist, wird weiß. Das heißt, ich gehe mal mit gedrückter Alt-Taste so weit nach links, bis nur mehr ein, zwei so farbige Pixel sind. Und dieser Schwarz- und der Weißpunkt ist quasi immer das Erste, was man dann einstellt, weil das ist das Allerwichtigste. Wenn die beiden Punkte nicht richtig sind, dann ist alles, was nachher kommt, relativ sinnlos, gell? Okay. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was diesen beiden Pfeilchen da oben bedeuten, das ist die sogenannte Beschneidungswarnung. Ich schalte die jetzt einmal ein und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mit dem Schwarzregler arbeite, wenn ihr mal schaut, alles, was jetzt sozusagen blau ist, wird später schwarz. Also wenn ich den kann ich mit der J-Taste oder einfach hier aus- und einschalten. Der ist einfach eine optische Hilfe. Und ihr seht, jetzt gehe ich wieder so weitere Tour, bis sozusagen nur mehr ein, zwei so blaue Pixel irgendwo sichtbar sind. Das ist im Prinzip dasselbe mit der Alt-Taste, nur andere Darstellung. Damit ich also manche Leute rufen an und sagen, um Gottes Willen, jetzt habe ich blaue Pixel. Und bei Weiß ist es genauso, da wird das Ganze dann rot. Das heißt, da werden die Pixel dann einfach. Also was da jetzt rot ist, wird dann später im Foto schon weiß. Das heißt, sehe, ich gehe ein bisschen zurück. Und das kann ich hier oben ausschalten. Das zieht den Regler jetzt wieder so weit zurück, bis hier nur mehr ein paar so rote Pixel sind. Und mit der J-Taste könnt ihr das mit einem Mausklick aus- und einschalten. Ist die Beschneidungswarnung. Der Schwarzregler, das ist die Ja, dunkelste stimmt. Stelle im Bild. Das heißt, das ist dort, wo normalerweise keine Zeichnung mehr ist. In den Tiefen ist quasi schwarz, wo nur Zeichnung drin sein soll. Dann diese Mitten wäre der Belichtungsteil. Die Lichter ist weiß mit Zeichnung. Also bei einem Brautkleid müsste die hellste Stelle in den Lichtern sein, damit man die Textur des Brautkleides noch erkennt. Und reines Weiß wäre dann sozusagen weiß ohne Textur. Wenn ihr irgendwo ein Foto habt, wo vielleicht weiß ist, was nicht bildwichtig ist, dann kann es auch sein, dass das richtig, richtig weiß ist, ohne dass man da jetzt sozusagen weiter darauf acht geben muss. Und wenn ich jetzt aber ein Foto richtig belichtet habe, dann ist es nicht immer so, dass jedes Bild, dass ich da ewig an die Regler herumdrehe. Also bei mir gibt es auch viele Bilder, wo nur ganz wenig passiert. Was aber jetzt sehr, sehr interessant und wichtig ist, hier in den Präsenzdetails, da gibt es ein paar Regler, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Struktur verwende ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Steinstruktur, eine Holzstruktur habe, oder um den Hautton ein bisschen weicher zu machen. Ansonsten wird der Strukturregler nicht verwendet. Die Klarheit geht auf die mittleren Grautöne und die Klarheit ist eine wahre Wunderwaffe. Ich werde aber mal hin und her. Jetzt habe ich so eine geteilte Ansicht und ich gehe mal ein bisschen rein. Und die Klarheit sozusagen, das ist wie eine Schärfung. Also die Klarheit ist bei Landschaftsbildern, bei Architekturbildern, also immer wenn es um technische Dinge geht, ganz, ganz ein toller Regler. Bitte nicht bei Hautton. Klarheit ruiniert den Hautton. Also wenn ihr bei Porträts Klarheit reingebt, dann sind die Kaffees. Porträts relativ schnell kaputt. Das wäre zu weit. Also da kann man sich besonders beliebt machen. Das ist für die harten Männerporträts. Ansonsten werden die Falten richtig tief. Also muss man sich immer gut überlegen, wie man mit Klarheit dann behandelt. Kunst entfernen ist ziemlich ein genialer Regler. Und zwar
Das ist einfach ein Algorithmus, den man aber auch vorsichtig anwenden muss. Ich meine, in dem Fall da war sowieso ein schönes Wetter, das war im Garten vom Yves Saint Laurent in Marrakesch. Marokko, oder? Ja, genau, in Marokko. Und prinzipiell ist ein Dunstentfernungsregler einfach klasse. Den verwende ich sehr, sehr oft, aber wie gesagt, mit Bedacht. Und die Klarheit ziehe ich aber nie auf 100. Gell? Also die Klarheit ist auch 20 vielleicht. Ich tue jetzt gerade ganz alte Schwarz-Weiß-Fotos einscannen, da ist die Klarheit dann manchmal wirklich ja, vielleicht auf 40 oder 50, aber normalerweise braucht man das nicht. Und unten sind zwei total tolle Regler, und zwar die Dynamik und die Sättigung. Die Dynamik ist die intelligente Art der Sättigung. Und zwar Dynamik funktioniert folgendermaßen. Die Teile im Bild, die gering gesättigt sind, werden mehr gesättigt und die, die stark gesättigt sind, werden weniger gesättigt. Das heißt, das ist einfach ein cooler Algorithmus, der ist nicht für Farbkorrekturen gedacht, aber einfach zur Steigerung, dass das Foto einfach besser ausschaut. Und die Sättigung dieser Regler, der quasi über, ich sage immer, der Freund und Feind gleichermaßen betrifft, das heißt, mit der Sättigung muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Interessanterweise, also in Amerika, wenn man jetzt Fotos für den amerikanischen Markt aufbereitet, also Fotografen, die Bildagenturen beliefern, die übersättigen wahnsinnig viel, gell? Also ich bin auch immer sehr zurückhaltend, hier vielleicht mal 10 oder so. Und manchmal, wenn ein Foto sehr bunt ist, nehme ich sogar ein bisschen Sättigung raus, gell? Aber meine Wahl ist hier eher die Dynamik, weil mit der Dynamik eben sehr, sehr gut arbeiten kann und sehr, sehr selektiv. Und das wäre sozusagen hier meine Empfehlung. Ein weiteres sehr mächtiges Tool ist die sogenannte Gradationskurve. Aber ich verwende die Gradationskurve wirklich nur dann, also wenn es notwendig ist, verwende nicht permanent. Und bei der Gradationskurve habe ich hier links die dunklen Bildteile und rechts habe ich die hellen Bildteile. Und ich kann da einfach mit einem Doppelklick einen Punkt reinsetzen und kann dann da einfach die Gradation, das heißt den Kontrast beeinflussen. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr bei manchen Fotos den Kontrast ein bisschen beeinflussen möchtet, dann geht das über die Gradationskurve. Ihr könnt mit gedrückter Alt-Taste könnt ihr die jederzeit zurücksetzen. Gell? Also wenn ihr hier irgendwas macht, könnt ihr einfach mit gedrückter Alt-Taste das jetzt hier einfach zurücksetzen. Man kann hier umschalten. Das jetzt hier, da gibt es sogar so eine Kurvenbeschränkung. Also damit, wenn es keinen Sinn macht, dass man weiter raufklickt. Und wenn ich jetzt hier in dem, also hier kann ich quasi, ist eine parametrische Kurve. Und mit der Punktkurve kann ich einfach auch noch verschiedene Punkte setzen. Ich kann da diese Kurve umdrehen, dann hätte ich ein Negativ, was ich normalerweise nicht brauche. Und wie gesagt, diese Kurve würde ich dann benutzen, wenn es notwendig ist. Das heißt, es ist nicht so, dass ich die immer verwende. Und ich könnte auch Farbkorrekturen machen mit der Gradationskurve, aber das werden wir uns vielleicht ein bisschen später anschauen. Was jetzt sehr, sehr interessant ist, dieser sogenannte HSL-Farbraum. Und zwar da geht es Hue, Saturation und Luminanz. Und zwar da geht es um die Luminanz ist die Helligung, die Helligkeit und die Sättigung und um den Farbton. Jetzt zeige ich das vielleicht ein bisschen an einem anderen Bild. Wenn ich hier zum Beispiel aus dem Foto die Sättigung rausnehme und ich lasse zum Beispiel nur blau stehen, dann kann ich so ein sogenanntes Color Keying kann ich da ganz, ganz schnell Ah, machen. das ist Das heißt, super. ich habe die Sättigung überall komplett rausgenommen und habe nur blau drin stehen gehabt lassen. Mit Doppelklick kann ich es wieder zurücksetzen. Beim Farbton habe ich hier verschiedene Farben zur Auswahl und in dem Fall weiß ich jetzt eigentlich nicht, welche Farben da betroffen sind. Das heißt, ich nehme hier diesen kleinen Knubbel und kann jetzt sagen, okay, welcher Farbton ist, da sieht man, da ist ein Gelb drinnen, da ist jetzt ein Blau drinnen, das ist jetzt keine große Überraschung. Das heißt, ich kann mir auch sozusagen hier diese Hilfe zunutze machen.
Und für die Farbkorrektur verwende ich sehr gerne die Sättigung. Das heißt, ich kann hier sagen, okay, ich möchte den Himmel vielleicht ein bisschen entsättigen. Das heißt, ich ziehe den Regler einfach nach unten. Oder ich möchte ihn mehr sättigen. Also je nachdem, was dann sozusagen meine Intention ist. Wenn ich hier unten klicke, bin ich jetzt im Gelblichen. Wenn gelb im Himmel wäre, natürlich geht das jetzt in dem Fall auch mit. Und die Farbhelligkeit, das heißt, wenn ich hier diesen Luminanzregler habe, den ein bisschen mehr nach oben, wird die Farbe heller. Wenn ich sie nach unten ziehe, wird sie dunkler. Und so feine Farbkorrekturen, da wir einfach mit der Sättigung und mit der Luminanz habe ich hier ganz, ganz mächtige Tools. Ich verwende die aber nicht permanent, ich verwende nur, wenn es sozusagen notwendig ist. Das heißt, ich fange jetzt dann oben an und arbeite nach unten ab. Und wenn ich dann hier nicht weiterkomme, dann gehe ich einfach und sage, okay, dann schaue ich mal da unten und so kann ich mich dann durcharbeiten. Darf ich kurz was fragen? Bitte. Dieses HSL-Pool, ersetzt es dann in gewisser Weise auch diesen Dynamikregler oder Na, das ist viel, viel feiner. besser Genau, geeignet also das insofern? HSL-Farbenmodell ist einfach für fortgeschrittene Anwender. Das ist irrsinnig mächtig. Die zeige ich das schnell einmal. Seht ihr jetzt? Jetzt muss ich mal schauen, ob ihr meinen. Ja, genau, seht ihr meinen HSL-Farbraum. Und zwar, oben ist der Farbton, ist der Farbkreis einmal rundherum, gell? Die Sättigung geht nach innen. Das heißt, wenn ich den Sättigungsregler von Rot rausziehe, dann wäre ich sozusagen auf 0%. Das ist der sogenannte Hellwert. Das heißt, wenn ich dann die Luminanz ändere, dann geht der Hellwert hier nach unten. Das sind im Prinzip die drei Ebenen. Ich kann oben einmal die Farbe beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Foto habe, das ist ein Gelbstich habe, könnte ich jetzt erst einmal da versuchen, den Gelbstich zu minimieren, wenn das mit dem Weißabgleich nicht funktioniert. Dann das zweite ist die Sättigung. Wenn sozusagen das Foto zu stark farbgesättigt ist. Und das dritte wäre dann die Luminanz, die Helligkeit, und die dann sozusagen hier nach unten geht. Wenn ich euch das hier noch einmal zeigen darf, das heißt, hier mit dem Farbton kann ich da einfach sagen, okay, da habe ich blau, kann ich da herumfärben, je nachdem, wo ich halt drinnen bin. Aber ihr seht eh, Rot habe ich, also Rotanteil habe ich in dem Bild eigentlich keinen. Dann die Sättigung, ich ziehe die einmal alle komplett nach links. Also, wenn das Foto komplett entsättigt ist, habe ich quasi ein Schwarz-Weiß-Bild. Wenn ich jetzt die Helligkeit auch noch runterziehe, Jetzt bist du im Spitzel unten. genau, das ist genau der Punkt. Jetzt bin ich da im Spitzel. Jetzt bin ich genau da unten. Und das ist das Geniale an diesem HSL-Farbmodell, dass ich da wirklich ganz, ganz fein tunen kann. Also, das ist jetzt vielleicht nicht gerade das Tool, das die Anfänger permanent nutzen, aber was schon lässig ist, eben mit diesem Knubbel, ich weiß nicht, wer von euch kennt dieses Knubbelwerkzeug? Nie Ja, verwendet. okay. Ja. Schaut, wenn ich auf Sättigung gehe, dann sage ich, aha, ich schaue da mal im Himmel, was ist da los? Und kann da dann schon die Sättigung anpassen. Das jetzt sehe, wenn ich den Knubbel nach oben ziehe, dann steigt die Sättigung. Und die Luminanz, die Farbhelligkeit, wenn ich die erhöhe, wird das Foto natürlich blasser. Wenn ich die reduziere, dann wird der Farbton noch gesättigter. Das heißt, das sind diese beiden Regler, die sehr, sehr wichtig sind. Aber ich arbeite ganz, ganz viel mit der Sättigung. Also das verwende ich ganz, ganz oft. Und nehme halt die Luminanz dann, wenn es notwendig ist. Also ich versuche das immer möglichst einfach zu machen, um mich Okay. zu steigern. Also wenn ich bei jedem Foto alle Regler da betätigen muss, dann kriege ich einen Vogel, gell? Also es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich da jedes Mal in jedes Untermenü muss. Okay. Ja. Das Color Grading ist eigentlich nur zum Einfärben von Bildern. Das lasse ich heute mal außen vor. Da kann ich, das ist zum Beispiel für die Leute, die da gerne einen Bildlook machen wollen, aus irgendeinem Grund, die verwenden das. Also wenn sie auf Instagram irgendwelche Fotos seht, die komisch bunt sind, das ist das Color Grading. Und ich glaube, das war einfach so eine Konzession, dass man gesagt hat, das braucht man, aber ich verwende das wirklich ganz, ganz selten. Also das ist, aber das ist Geschmackssache. Gell? Wenn ihr sagt, ihr habt einen eigenen Look und ihr möchtet diesen Look gerne anwenden, spricht da natürlich gar nichts dagegen.
Und Karl, was sind die drei Kreise beim Color Grading? Schau, du hast die Mitteltöne. Okay. Das ist dann die mittleren Grautöne. Dann hast Ja. du den Schatten. Ah, Du okay, hast die ja. Lichter. Also jetzt Ah, hast du die so steht Lichter. drüber. Ja, steht eh drüber. Also das ist Sorry, dann habe quasi, ich's. Ja. wo jetzt nicht frech sagen, lesen Ja, nein, hilft. hast du recht. Hast schon recht. Aber natürlich, also man muss Lesen ja, hilft. und zwar das Color Grading kommt eigentlich aus dem Video, weil wenn ihr euch zum Beispiel ein Tatort anschaut, dann manchmal ist er ein bisschen gelbstichig, braunstichig. Das heißt, der letzte Schritt beim Film ist dann das sogenannte Color Grading. Da wird dem Film der Look verpasst, also so wie der dann final ausschauen soll. Und von dem kommt, ist das eine Anleihe. Interessant sind die Details. Und zwar bei den Details kann ich jetzt einmal schärfen, wobei ich sagen muss, da ist so eine Grundschärfe eingestellt und die könnte man durchaus lassen. Also Schärfen hat jetzt für digital fotografierte Bilder an Bedeutung verloren. Und wenn ihr nicht wirklich große Ausdrucke macht, dann kann man das Schärfen, würde man da nicht zu viele Gedanken darüber machen. Also man kann quasi diese Schärfung so eingestellt lassen. Und beim Export, das werden wir uns später anschauen, gibt es auch nur einen Punkt, wo man quasi auch das Schärfen noch einstellen kann. Ich werde euch das vielleicht nochmal ganz schnell zeigen. Das ist euch sicher schon aufgefallen. Schaut mal, da unten könnt ihr dann sagen, und da könnte ich hier zum Beispiel sagen, für mattes Papier, für Glanzpapier, für Bildschirm. Und also ich würde nicht auf hoch gehen, ich würde wenn auf Standard bleiben. Und das ist an und für sich schon eine ganz eine gute Geschichte. Und wenn ihr sozusagen jetzt nur für Diashow oder Internet produziert, dann würde ich mir hier über die Schärfe überhaupt keine Gedanken machen. Also, Okay. weil die Schärfe ist ja auflösungsbezogen und ein Foto, das zum Beispiel für 2000 Pixel im Web ist, muss ja viel weniger geschärft werden, wie ein Foto, das dann sozusagen auf A2 gedruckt wird. Aber ich tue im Moment ganz, ganz viel drucken und ich habe relativ gering aufgelöste Schwarz-Weiß-Bilder und drucke ja bis A2. Es ist erstaunlich, wie gut die kommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel digital fotografiertes Foto habe, ein Landschaftsbild, dann würde ich vielleicht so in etwa schärfen. Das Schärfen werde ich dann vielleicht gegen Ende auch nochmal erklären. Da gibt es nämlich ein paar ganz einfache Tricks, wie man sich das merken kann. Und ich werde euch auch die Aufzeichnung dann morgen schneiden. Und das bekommen alle auch die Aufzeichnung vom ersten Mal. Also wenn das jemand noch nachsehen möchte, ist es überhaupt kein Problem, weil die beim ersten Mal nicht dabei waren. Und Rauschreduzierung ist, wenn Fotos sehr stark verrauscht sind, da wird ein eigenes Bild vorbereitet. Da gibt es nämlich auch zwei Rauschen, Helligkeitsrauschen und Farbrauschen, aber das lassen wir jetzt im Moment einmal. Und die Objektivkorrektur habe ich eigentlich immer aktiviert. Und zwar ist es quasi so, dass die Hersteller, ganz egal welche Marke, sagen, wir korrigieren die Objektive nicht hundertprozentig aus. Weil ich meine, die Objektive, egal ob das ein Canon, ein Nikon oder was auch immer ist, die sind sowieso mal prinzipiell sehr, sehr gut. Aber die Hersteller sagen, die letzten 5% holen wir uns in der Software. Und da kann ich quasi jetzt. Das mache ich eigentlich immer. Also die Profilkorrektur ist bei mir immer aktiviert und das macht die Kamera automatisch beim Import, gell? Weil die Kamera erkennt dann zum Beispiel, was für Kameramarke, was für Objektiv. Außer bei Olympus. Olympus hat die Korrektur in der Kamera. Also da ist das nicht notwendig. Wenn jemand eine Olympus-Kamera hat, wundert sich nicht. Da ist unten so ein kleines Rufzeichen und dann steht dabei. Space Olympus. Genau, und funktioniert, es ist auch Olympus Objektiv ist ein bekannter, weil es ist sehr gut, also es funktioniert auch ganz, ganz super. So, transformieren schauen wir uns dann eigens an und die Effekte. Also, ich meine, wer will auf seine Fotos eine Körnung drauf haben? Also, das ist so unnötig und da könnte man halt eine Vignette machen und so weiter, aber mein Gott, nein, das kann sich einmal in Ruhe anschauen, das hat aber keine große Bedeutung meiner Meinung nach. Und bei der Kalibrierung ist wichtig, dass die aktuelle Version 5 eingestellt ist. Das ist so eine interne Geschichte vom Lightroom. Das bleibt immer so. Und zwar, man muss sich das so vorstellen, es gibt so verschiedene Versionen und ich habe jetzt einmal
Die ersten Lightroom-Versionen haben die Version 1 gehabt. Jetzt könnte ich ein Foto von 2011 mit der aktuellen Version bearbeiten, also mit dieser anderen Kalibrierungsversion. Da gibt es natürlich bessere, da gibt es dann bessere Algorithmen und so weiter. Das heißt, ich kann alte Fotos besser entrauschen dann mit neuer Technologie. Okay. Ich werde mir jetzt einmal das Foto aus Madeira hernehmen. Das ist so zu einer richtigen Unzeit aufgenommen. Jetzt könnt ihr mal hier, könnt jetzt einmal in Theorie diesen Automatikregler betätigen. Der funktioniert ja so mittelprächtig, aber mit dem könnte man mal anfangen. Wir schauen uns jetzt vielleicht einmal an die Farbtemperatur. Naja, ja, machen wir es ein bisschen wärmer. Und ihr seht eigentlich die. Schwarz- und Weißpunkt, das passt eh. Und da würde die Klarheit, wird uns da schon mal ein bisschen was bringen. Jetzt schauen wir uns einmal das Dunstentfernen an. Schaut mal, was da jetzt passiert. Sehr schön. Und dann natürlich ein bisschen Dynamik. Und da gibt es immer eben einen Trick mit dieser Kalibrierung. Da kann ich nämlich jetzt in dem Fall bei Grün und Blau die Sättigung leicht erhöhen. Und jetzt greift Lightroom, also jetzt bin ich quasi im Maschinenraum des Lightrooms. Ich erkläre euch nicht, wie das funktioniert, weil das ist einfach viel zu kompliziert, da kenne ich mich selber nicht gescheit aus. Aber wichtig ist, wenn ihr das Gefühl habt, dass Fotos einmal so richtig gepimpt werden müssen, weil halt einfach weil halt sozusagen die Bedingungen vielleicht ein bisschen suboptimal waren, dann ist sozusagen diese Kalibrierung, diese beiden Regler wären dann eine gute Sache. Und damit ihr euch das nicht immer merken müsst, werden wir uns jetzt von der Kalibrierung ein Preset bauen. Und zwar, ihr habt es hier schon gesehen, auf der linken Seite haben wir oben den Navigator, den blende ich mal aus, dann habe ich die Presets, Schnappschüsse, ich kann mir da jetzt mal einen Schnappschuss machen und schreibe da mal eine Grundbearbeitung. Das heißt, auf diesen Status kann ich dann jederzeit wieder zurück. Und jetzt gehe ich hier mal auf das Preset und sage Preset erstellen. Da gibt es Benutzer-Presets. Ich sage einmal Kamerakalibrierung. Und dann gehe hier mal auf Nichts auswählen. Nehme hier nur die Prozessversion und die Kalibrierung, also nur diese beiden Punkte. Und jetzt habe ich quasi diese Kamerakalibrierung drinnen. Ich werde jetzt einmal da rückgängig machen. Einfach einen Doppelklick drauf, um auf wo Primärwerte blau stellt. Und jetzt kann ich einfach hier auf Kamerakalibrierung gehen und habe diesen Effekt jederzeit zur Verfügung. Das heißt, im Laufe der Zeit wird man sich einfach so Effekte bauen und kann die dann sozusagen jederzeit anwenden. Und vielleicht noch ganz wichtig, wenn ihr hier den Zurücksetzen-Button drückt, ist das Foto im Urzustand. Mit Steuerung Z kann ich jetzt wieder zurückkommen. Ich kann aber genauso, ich mache die Brille jetzt hier mal zu, ich kann hier über das Protokoll zurückgehen. Also ich kann hier im Protokoll einfach sagen, okay, ich gehe zurück und kann dann Schritt für Schritt bis an den Anfang gehen, gell? Das heißt, das wäre hier mal das Protokoll. Und wenn ich jetzt auf Zurücksetzen gehe, kann ich auch über einen Schnappschuss noch einmal auf die Grundbearbeitung kommen. Das Protokoll wird mitgespeichert, aber irgendwann ist es einmal weg. Also das bleibt einmal ein paar Fotos bestehen. Aber ist dann irgendwann, ist es sozusagen einmal, wird es gelöscht. Und diese Grundbearbeitung macht dann einen Sinn, wenn ich halt sage, okay, jetzt habe ich es eigentlich ganz gut bearbeitet, ich möchte noch ein paar Sachen machen und kann diese Dinge dann sozusagen weiter bearbeiten. Jetzt wollen wir mal selektiv den Himmel bearbeiten. Und zwar, ich mache mal eine virtuelle Kopie von dem Ganzen. Also das heißt, eine Kopie, die gibt es nur im Lightroom. Rechte Maustaste. Virtuelle Kopie anlegen. Und in der Bibliothek erkennt man den an dem Eselsohr. Also wenn ihr euch hier anschaut, dieses Eselsohr ist die virtuelle Kopie. Die gibt es quasi nur im Lightroom. Die ist also sozusagen erst beim Export wird die zur richtigen Datei.
Und das hat eben den Vorteil, ich kann eine Farbvariante machen, eine Schwarz-Weiß-Variante. Das heißt, ich kann da verschiedenste Dinge einfach damit ausprobieren und kann dann damit arbeiten. Jetzt werden wir vielleicht da nochmal diesen Sensorfleck wegnehmen als erstes. Das heißt, da gibt es hier dieses Reparaturwerkzeug. Da gibt es einen Modus mit inhaltsbasiert entfernen. Ich kann es Wann da mit. Bitte? verwendet man den Stempel? Du, wenn es von A, was von A nach B stempeln möchtest, den verwende ich eher sehr, sehr selten. Und schaut mal, wenn ihr hier unten bei Bereiche anzeigen geht, dann könnt ihr euch anzeigen lassen, wo noch so Flecken sind. Schaut mal, da ist noch was. Da ist noch was. Und einfach hier mit dem Hackerl kann man es, oder mit der, einfach hier auf Bereiche anzeigen. Wenn ich dann fertig bin, gehe ich einfach hier auf Schließen. Wenn ihr euch wundert, früher war da ein Schließen-Button, den hat man jetzt weggenommen, gell? Wenn euch das schon aufgefallen ist. Ihr könnt es entweder mit Enter oder mit Schließen rauskommen. Und wenn ich jetzt den Himmel bearbeiten will, habe ich früher, wenn ihr euch erinnert, habe ich so eine Verlaufmaske gemacht und habe dann mühselig halt herumgepinselt. Und Entschuldige, ich habe es probiert, aber bei mir geht der Fleck nicht weg. Was mache ich da für einen Fehler? Warte mal. Du musst einfach einmal draufklicken. Okay, warte, jetzt probieren wir mal. Setzen. Dann. Ah ja, jetzt ist es weg, ja, passt. Danke. Und man kann das auch ziehen, gell? Du kannst, wenn das ein größeres Ding ist, kannst du da ziehen. Also größer machen Ja, den und Kreis, was oder? vielleicht die wenigsten Leute wissen, ich habe jetzt bei mir, bei meine Negative, habe ich gerade Striche drin gehabt. Ihr könnt die Shift-Taste drücken und dann könnt ihr damit eine gerade Linie machen, gell? Also wenn ihr irgendwo eine gerade Linie drinnen habt, einfach die Shift-Taste gedrückt halten, also das heißt diese Großbuchstaben-Taste, und dann könnt ihr also beliebig einfach eine Linie ziehen, gell? Sehr gut. Nur der Vollständigkeit halber. Horizontal und vertikal Genau, und das diagonal. geht, das, genau, das geht diagonal auch. Ja. Also diagonal, glaube ich, das habe ich auch probiert. Weil das habe ich nämlich selber nicht gewusst, muss ich ehrlich sagen. Ja, schau. Weil das geht ja in viele andere Werkzeuge. Das verwendest du nur, wenn du irgendwo einen Kratzer drinnen hast, weißt? Also Ja. Leitungen gehen nicht weg. Naja, du, wenn die Leitung jetzt parallel ist, geht Ja. sie genauso weg, ja klar. Aber das ist zum Beispiel klassisch, wenn du irgendwo einen horizontalen oder einen vertikalen Kratzer hast, manchmal sind ja die genau in der Linie, gell? So, und jetzt kommen wir mal zu diesem Maskentool. Ja, ich aktiviere mal die Maske, dann habe ich schon so verschiedene Dinge zur Auswahl. Und überraschenderweise steht da Himmel. Und wenn ich jetzt hier mal Himmel drücke, dann wird durch künstliche Intelligenz der Himmel erkannt. So, jetzt schreibe ich da gleich einmal rein Himmel in die Maske. Und diese Maske ist dann rot gefärbt und ich kann mit der gedrückten O wie Otto-Taste kann ich diese Färbung ein- und ausschalten. Und wenn ihr aber jetzt diesen Regler zum Beispiel ein bisschen zieht, dann wird die Maske automatisch ausgeblendet, gell? Und jetzt könnt ihr zum Beispiel sagen, okay, ich ziehe mal einfach das ein bisschen ins Grünliche. Ah, die Farbtemperatur ins Bläuliche. Oder ich tue ein bisschen mehr Sättigung rein. Das heißt, jetzt kann ich diesen Effekt nur oben am Himmel anwenden, gell? Das ist der Clou jetzt an der Geschichte. Das jetzt sehe ich, Okay. jetzt kann ich sagen, okay, Dunst entfernen. Meine, da muss man jetzt aufpassen, dass ich jetzt sehe, was da passiert. Und vielleicht ein bisschen eine Klarheit noch dazu. Und wenn wir uns jetzt vorher, nachher anschauen, haben wir da natürlich schon ganz ein anderes Bild. So, ich muss nur aus der Maske raus, so, weil damit ich das vorher, nachher machen kann. Meine, natürlich ist es gescheiter, wenn ich das Foto gleich richtig aufnehme. Und ihr müsst jetzt einfach aufpassen, dass ihr quasi nicht zu viel des Guten dann macht. Kannst du es nur in den USA herzeigen? Genau, da kannst du nur in den USA herzeigen. Aber das Schöne an dem Ganzen ist, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, naja, das ist vielleicht doch ein bisschen bunt. Dann gehe ich einfach hier in die Maske rein und sage, naja, ich mache das jetzt ein bisschen anders. Das heißt, ich habe jetzt quasi, das ist vergleichbar mit non-destruktiven Ebenen, die ich ja jederzeit wieder
Die kann ja jederzeit wieder neu machen oder bearbeiten. Und was auch genial ist, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, Maske duplizieren und umkehren. Jetzt macht er mir nur eine Maske. Und das heißt dann eigentlich, so wäre Maske vom Vordergrund. Und die Leute, die sich jetzt schon mit Lightroom beschäftigt haben, werden natürlich sofort sehen, was ich da jetzt für Möglichkeiten habe. Das heißt, ich kann jetzt ganz selektiv einzelne Bildteile bearbeiten. Also Die das Frage ist heißt, nur, wie ich die Maske speichere. Das habe ich. Entschuldigung. schau, nein, das, du brauchst nur, du gehst einfach da rein Ja. und die Maske wird dann quasi, wenn du eine Maske erstellst, wird die automatisch gespeichert. Okay. Also, weil du hast jetzt quasi da die leere Maske, jetzt habe ich den Pinsel ausgewählt und jetzt kann ich irgendwas machen. Ja. Und jetzt ist quasi die Maske, hat jetzt keine Funktion und sobald ich da irgendwas mache, kriegt sie dann quasi eine Das Funktion. ist automatisch dabei, okay. Genau, also das ist immer automatisch dabei. Ja. Und mit Ja, du hast, glaube Umkehren kannst du die Maske dann quasi immer invertieren. Ah, das ist auch noch, okay. Schauen, wenn du sagst, okay, dann möchtest du die Maske löschen, gehst einfach auf Maske 1 löschen, kannst du da über das Augensymbol aus- und einschalten. Das ist wirklich genial, wenn du einfach eine Fülle von Möglichkeiten hast, wie du das bearbeiten kannst. Ja. Aber hast du das nicht zuerst irgendwie benannt? Was war das? Irgendwie mit Vordergrund? Schau, das ist ja der Vordergrund. Ja, ach Das so, ist der okay. Himmel. Ja, passt. Ja, aber den Vordergrund hast du selber gemacht, oder? Da gibt es ja keine Auswahl. Na sicher, schau. Und zwar, ich habe einfach die Himmelsmaske dupliziert und umgekehrt. Ah, alles klar. Jetzt Das ist einfach verstehe. irrsinnig clever, weil du mit der Funktion natürlich alles machen kannst. Klar, ja. Gut, Also dann schauen bitte. wir uns vielleicht einmal noch ganz kurz dieses Dunstentfernen-Werkzeug an. Ich vorher noch zwei Sachen fragen. Kannst du mir noch mal zeigen, wo der Pinsel bitte ist? Der Weil kommt sowieso noch, den haben wir noch nicht. und das Den haben wir nur Zweite, mal angerissen. wie kommt man zurück zum Originalfoto, wenn man will, wenn man das alles nicht mehr will, sondern Da das einfach hier die Originalfoto? Maske aus- und einschalten. Ja, und im Blick auf all die anderen Sachen davor, wenn ich zum Beispiel Auf draufkomme und es macht, Zurücksetzen, hier unten einfach auf Zurücksetzen. dann bin ich automatisch immer beim Original. Genau. Okay. Danke. Schaut mal, die kann jetzt hier einfach einmal mit dem Dunst entfernen, kann ich natürlich schon ein bisschen was machen, gell? Es ist natürlich extrem schwierig, wenn ich da im Himmel nichts drinnen habe. Wenn ich das zum Mittag um 13 Uhr aufnehme, dann ist natürlich Hopfen und Malz verloren, gell? Ja. Und jetzt werden wir noch geschwind was probieren. Wir werden uns wieder den Masken zuwenden. Ich aktiviere hier noch einmal die Maske, gell? Und ich kann jetzt zum Beispiel auch ein Objekt aktivieren. Ich gehe jetzt einmal da. Und jetzt ziehen wir da einfach an, ich werde hier einfach einmal dieses Objekt, ich übermale das einfach einmal. Und die KI macht mir jetzt quasi eine Maske. Weil das ist natürlich schon sensationell. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, jetzt gehe ich auf Umkehren, dann habe ich das Ganze, hätte ich das Schiff einmal isoliert. Und jetzt könnte ich dann sagen, okay, also das wird jetzt einmal, das ist quasi jetzt einmal der Hintergrund. Richtig, da gleich wieder umbenennen. Dann haben wir gesagt, Maske duplizieren und umkehren. So, das wäre jetzt das Schiff. Und habt ihr gesehen, jetzt hat uns da hinten hat uns jetzt diese Ding mitgenommen, gell? Die Türmchen. Genau, die Türmchen. Jetzt kann ich zum Beispiel einfach den Pinsel nehmen und kann dann mit dem Pinsel das quasi weglöschen. Das heißt, ich Okay. mache da ein neuer mit dem Pinsel. Ah, doch, genau, so geht es. Subtrahieren. Das nehme ich einfach das da hinten weg. Das heißt, ich subtrahiere quasi jetzt mit dem Pinsel und wenn das jetzt nicht ganz so genau ist, dann ist das kein Problem. Aber ich jetzt sehe, ich würde quasi kombiniert die Schiffsmaske und mit dem Pinsel habe ich einfach da hinten noch weggelöscht. Und so kann ich natürlich jeglichen Freisteller machen und habe dann natürlich auch umfassende Möglichkeit, das Bild dann zu bearbeiten und so weiter. Also Ja. man muss sich immer überlegen, was soll jetzt passieren, weil man zum Beispiel das Motiv wahrscheinlich wieder auch super auswählen und dann kann ich einfach noch sozusagen hinzufügen, wegnehmen, was auch immer. Weil diese Blumen zum Beispiel, das kann er wahrscheinlich sicher super auswählen. Die können wir da zurücksetzen, genau. So, dann gehen wir da nochmal. Schau, jetzt sehe.
Da bin natürlich, also die Sachen kann er einfach super. Wenn ich jetzt unten zum Beispiel, ich mache das jetzt einmal nur dunkler, übungsmäßig, und wenn ich jetzt unten dann zum Beispiel da einfach das dazu haben möchte, könnte ich einfach das noch dazu pinseln. Das heißt, ich muss einfach denken, was brauche ich? Und das kann ich dann mit einer entsprechenden Maske machen. Oder wenn wir uns zum Beispiel hier den Mann anschauen, der zum Beispiel jetzt die, Granatäpfel da genau, der das filetiert. schält, das wäre da sicher super, Kenner, den auszuwählen. Schaut mal, das hat er quasi mit Mausklick. Und das würde ich wahrscheinlich. Das ist einmal der Mann. Und da würde ich jetzt vielleicht einen Hintergrund brauchen, weil ich dann im Hintergrund den Hintergrund abdunkeln kann. Das ist ja Maske duplizieren und umkehren ist ja. Ja, das ist grenzgenial. Ja. Und was in der Version auch noch neu ist, und das ist auch ziemlich klasse. Jetzt muss ich nur schauen, wo da. Ich brauche jetzt mal, wo ein paar Leute drauf sind. Kannst du den Hintergrund auch noch unschärfer machen, so als ob du mit einer größeren Blenden fotografiert Du, hast? ich kann, ja, kann ich. Und zwar, ich kann, warte mal. Jetzt gehen wir da. Ich kann da zum Beispiel die. Klarheit weggeben, oder wie? Genau, die Klarheit komplett weggeben. Ich kann die Struktur rausnehmen Der Wahnsinn. und mit Dunst entfernen. Ja, okay. Also man kann die Regel einfach ein bisschen anders verwenden, wie es gedacht ist, Ja, gell? ja, ja. Und die Geschichten gehen aber inzwischen alle im Photoshop. Also wenn ich da noch mehr Richtung Hintergrund einmontieren und so, kann ich es natürlich auch im Photoshop kombinieren. Okay. So, jetzt schauen wir da noch schnell was. Ich wollte euch noch was anderes zeigen, weil nämlich, was auch steil ist, er kann nämlich auch mehrere Menschen. Na, jetzt habe ich kein Foto, das gibt es aber jetzt nicht. Dass ich kein Foto habe mit mehr Menschen. Okay, und nehmen wir, das ist jetzt kein Preis für Bild, aber das macht nichts. Jetzt kann ich nämlich, er sagt jetzt, Personen werden erkannt. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich zuerst einmal für die erste Person eine Maske haben. Dann kann ich ihm da zum Beispiel sagen, ich möchte gewisse Dinge nur ausgewählt haben. Das werden wir uns aber noch, ich mache jetzt einmal die gesamte Person. Jetzt werden wir das auch, ne? Und dann gehe ich nur auf neue Maske erstellen. Auf Person auswählen. So, ich möchte Person 2. Ich meine, das ist wirklich unbockbar, oder? Das ist gewaltig, ja. Und dann habe ich also da jetzt die Möglichkeit, einfach die Maske so zu machen. Und wenn ich jetzt sehr viele Porträts mache und ich mache Beauty-Retusche, dann kann ich jetzt einfach mein Porträt nehmen und gehe dann hier auf Personenanalyse. Ich kriege das nämlich dann gleich auf Ebenen aufgesplittet und kann dann quasi und kann dann sozusagen meine ganze Retusche machen und habe da alles sozusagen schon auf alles Maske. Also okay, da möchte ich zum Beispiel Haut weich zeichnen. Da brauche ich einfach jetzt nur den Regler ein bisschen zurücknehmen. Also jetzt seht ihr, aber ist ja wohl, da sieht man es zumindest gut. Dann Zähne brauchen wir bei der Johanna nicht machen. Dann kann ich Könnte da ich auf einen die. anderen Lippenstift geben? Ja, das können wir auch machen, die Iris-Optimierung. So, das geht über die Sättigung. Meine, komplett umfärben kann ich nicht, aber ich kann es natürlich ganz ein bisschen verstärken. Und das heißt, da kann ich quasi, die Augenbrauen werden normalerweise ein bisschen geschärft. Dann kann ich da quasi Schritt für Schritt alles bearbeiten. Wobei ich sagen muss,
das Porträt so im Schatten aufgenommen worden. Da würde ich natürlich zuerst schon eine gescheite Grundbearbeitung machen, dass da das Farben und so weiter passen. Aber ihr seht, du kannst quasi mit Anrutsch diese ganze Maske erstellen. Also das habe ich früher, was wir früher alles händisch mit einzelnen Ebenen gemacht haben, kann man jetzt sozusagen einmal sich helfen lassen dabei und dann macht man das Schritt für Schritt durch. Wenn man irgendwas nicht machen will, dann macht man es halt nicht. Man sagt, okay, die Haare passen nicht, da brauche ich eh nichts machen. Also da kann ich sagen, okay, macht. Okay, warum bin ich jetzt auf die. Da geht jetzt ein bisschen, was geht da alles mit? Da muss man nur schauen, dass da nicht nur irgendwas mitmarkiert ist, was da noch mitfährt. Aber ihr seht, ich meine, so einfach kann man sozusagen dann da auch eine Maske machen. Und zwar, es geht immer da über neue Maske erstellen und dann schaut man einfach, was braucht man jetzt. Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Farbkorrektur. Da habe ich nämlich ein Foto, das da super passt. Ich gehe dann nochmal auf Zurücksetzen. So, die Maske schaut man da aus. Dies war beim Landmann und da wird das Problem, wenn ich da jetzt mit dem Weißabgleich komme ich da nicht richtig weiter. Ich kann mir ja da irgendwas Weißes suchen und da mal reinklicken. Es ist jetzt sehr, sehr kühl. Ja. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich gehe da mal mit der Farbtemperatur ein bisschen runter. Und dann gehe ich jetzt, und jetzt kommt das HSL zum Tragen. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, der Sättigung, ich gehe da mal rein in die, und ich kann mir dann da einfach den Teil entsättigen, den ich halt neutral haben will. Schaut, wenn da mal mit dem Farbton ein bisschen gelb und orange ausnehmen, schaut das Ganze gleich viel, viel besser aus. Jetzt gehen wir mal in die Sättigung ins Weiß rein. Ihr kennt euch irgendwas nicht, aber schaut mal, der Hautton stimmt schon fast, gell? Ja. Also, das sind in Wahrheit kleine Korrekturen. Und da kann ich mal mit dem HSL, wenn ich jetzt hier, wenn ich da jetzt mit der Farbtemperatur mache, kippt man immer irgendeine Farbe, weil ich einfach verschiedene Lichtquellen habe, gell? Und da ist aber schon wichtig, dass die Belichtung, dass das vorher alles passt, dass natürlich auch die Helligkeit ändert. Gell? Also, und das wäre so eine typische Geschichte, die man dann da über den HSL, über Sättigung, Luminanz, also kann man so Sachen angehen und das funktioniert dann eigentlich auch sehr, sehr gut. So, jetzt schauen wir uns dann noch beim. Genau. Ein wunderschönes Foto mit Aufsteckblitz, also so wie wir uns das wünschen. Oder direkt frontal von der Kamera. Und das Erste, was ich dann bei dieser Porträtretusche immer wieder mache, ist dann quasi der Pinsel. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, Reparaturpinsel. Ich brauche da nur kurz drauf pinseln und habe dann sozusagen, kann schon die Hautunreinheiten ganz leicht wegnehmen. Gell? Das ist da immer, also mit dem würde ich immer anfangen. Wenn da zum Beispiel das Make-up ein bisschen verronnen ist, einfach ganz, ganz klein. Und ich kann auch diese Ding verschieben. Und da muss ich halt einfach so ein bisschen kleinteilig arbeiten. Und das wäre immer das Erste. Dann natürlich, und ihr seht, wenn ich jetzt die Leertaste drücke, dann springt quasi, kann ich vergrößern. Also Leertaste gedrückt halten und linke Maus. Jetzt mache ich die rote Augenkorrektur, die habe ich auch vergessen zuerst. Einfach, und ihr könnt diesen Kreis ruhig großzügig drüber ziehen, gell? Also ihr müsst es nicht einfach schön großzügig über das, es kann ruhig übers Auge hinausgehen, gell? Und das ist eine Funktion, die relativ viel Rechenleistung erfordert. Das dauert manchmal eine Sekunde. Schatz, und da könnte man jetzt die Analyse machen mit der Maske, weil das würde uns da in dem Fall ein bisschen Arbeit ersparen. So. Und da will ich jetzt einfach die Klarheit ein bisschen raufdrehen. Also die Kleidung nicht natürlich rausnehmen, weil das ist die genau die falsche Richtung. So. Und da wird die Struktur natürlich auch was helfen, gell, aber nicht zu viel. So, dann schauen wir mal die Augen dran. Die Zähne sind bei der Johanna eh gut, Iris und Pupille.
Oben sind Presets, da kann man zum Beispiel auf Iris-Optimierung dann gehen. Und dann hätte man da die Lippen, da könnte man, also Lippen ist oft so ein bisschen Sättigung. Irgendwas stimmt da nicht, weil da ist er. Wenn's wir, jetzt können wir uns einmal, okay, schaut mal, da hat er die Lippen sind falsch, schauen wir mal, ob das richtig ist. Mit der O-Taste kennt sich die Maske immer aus- und einblenden. Okay. Okay, das ist interessant, warum du da. Aber die dürfte stimmen. Okay, das muss ich mir noch anschauen, weil der hat ja da relativ. Sollte dir da nur die Ding sagen. Ich zeige vielleicht nochmal schnell, wie ich das früher einmal gemacht habe. Ich werde diese Maske da einfach einmal wegschmeißen. Er zeigt es nur falsch an. So, schauen wir da mal. So. Weil früher habe ich einfach einen Pinsel genommen und habe dann gesagt, okay, ich möchte da einfach Pinsel da mal grob drüber. Sondern quasi immer das erste, das Hautweichzeichnen. Das hat er dann da über die Klarheit meistens gemacht. Jetzt hat er ein bisschen Klarheit und Struktur aus der Nummer. Dann habe ich als nächstes gesagt, okay, ich mache mal die Augenbrauen. Und da muss man immer eine neue Maske machen, gell? So. Weil jede Funktion ist quasi eine eigene Maske. Und da haben wir gesagt, da haben wir ein bisschen Klarheit dazu und ein bisschen eine Schärfe. Und dann könnte man noch Sättigung auf die Lippen, also noch einmal der Pinsel. Wie gesagt, mit gedrückter O-Taste könntest du dann die Maske aus- und einblenden. So, so einfach mit Bedacht. Und so kann ich dann relativ schnell so Vorher-Nachher-Vergleich, also so einfach einfache Porträts damit zu retuschieren, funktioniert richtig, richtig gut. Wenn das Foto überbelichtet ist, so wie da, dann bin ich natürlich irgendwann einmal auf meine Grenzen, da stoße ich irgendwann die Grenzen, weil jetzt kann ich zwar die Belichtung noch zurücknehmen, aber ihr seht, das kann ich zwar reparieren, aber da im Hintergrund, das wird einfach nicht funktionieren. Gell? Also da braucht man sich auch keine Illusionen hingeben. Und ihr seht, wenn ihr so ein Foto seht, wo das Histogramm so ganz weit rechts ist, dann ist sozusagen, das ist ein typisches Zeichen für Überbelichtung. So, jetzt wollte ich mal noch ganz was anderes zeigen. Warte, was wollte ich jetzt zeigen? Ja, und zwar die Anita hat gefragt, wie der Pinsel prinzipiell funktioniert. Ja, und wie kann man ihn offen, wo ich ihn finde? Also jetzt habe ich gesehen, dass du den unter der Maske hast, aber gibt es vorher auch ein Symbol, wie ich ihn anklicke? Na, schau, und zwar, es geht immer über die Maskierung. Ja. Das kann man sagen, den Pinsel. Erscheint da unten. Und jetzt kannst du quasi mal die Größe verstellen. Also, jetzt, ich mache einmal das Foto nur dunkel, damit ihr seht, was der Pinsel macht. Das heißt, die weiche Kante ist dann der Übergang von innen nach außen. Also, das wäre im Gegensatz jetzt keine weiche Kante. Und der Fluss regelt quasi den Auftrag. Also, jetzt kann ich da drüber malen ein paar Mal und auch mit ein paar Mal drüber malen, kriege ich dann wieder 100%. Aber der Okay. Fluss ist bei mir immer relativ hoch und die Dichte ist aber wichtig, die kann ich runternehmen. Wenn ich mit der Dichte, wenn ich die Dichte runternehme, dann kann ich einfach nur ganz leicht retuschieren. Und geht jetzt nochmal zurück. Und kann da quasi ganz, ganz tolle, einfache Korrekturen machen. Das heißt,
Da mal dran denken, da hilft die Dichte ganz gut. Und wenn ich jetzt automatisch maskiere, dann er merkt, der Leitung versucht da so Grenzen zu erkennen und entlang dieser Grenzen sich weiter zu bewegen. Wobei jetzt mit den neuen Masken ist dieses händische Ausmalen eigentlich nicht mehr notwendig. Früher war das immer mit dem automatischen Maskieren, damit man sozusagen so Dinge wie da maskieren kann. Aber wenn wir da jetzt einmal schauen, das würde ich einfach mit Himmel auswählen machen. Wenn ich sage, okay, ich möchte den Himmel auswählen, dann gehe ich einfach auf Himmel auswählen und braucht dann nicht irgendwie mit dem Pinsel herumtun, gell? Aber der Pinsel ist quasi für lokale Korrekturen, da ist er immer noch manchmal ganz, ganz praktisch. Ja, so Lichtreflexe, gell? Das ist Genau, doch. Lichtreflexe, wenn irgendwo ein Punkt ist, den man vielleicht ein bisschen abschwächen möchte. Also ich arbeite nach wie vor sehr, sehr gerne mit dem Pinsel. Und dann den linearen Verlauf, dann dem hat sich eh nichts geändert, den kennt ihr halt vielleicht eh von früher. Da kann ich einfach von oben nach unten, von links nach rechts, kann ich einfach Teile vom Bild abmildern und ihr seht dann auch, da oben habe ich quasi die Maske und nach unten wird es immer weniger. Also ihr seht, das ist einfach der Übergang. Und man kann natürlich auch mehrere Verläufe haben. Also kann man sagen, okay, jetzt möchte ich noch. Das heißt, da kann ich. Jetzt habe ich mir noch einen Radialfilter gemacht, der ist bei Porträts und so machen wir ganz lässig. Und hat genau im Prinzip dieselbe Funktion umkehren. Mit denen würde ich Vignetten und sowas machen. Jetzt muss ich nur schauen, was ich noch vergessen habe bei die Filter, bei die. Frage zur Korrektur. Bei mir ist das Meer oft schief. Das hat mit einer Augenproblematik zu tun. Wenn ich jetzt den Horizont gerade machen will. Ja, das ist, ja, warte. Wir machen die Maske noch fertig und dann geht's gleich weiter. Genau, bei die Möwe, du hast einen Astigmatismus wahrscheinlich, oder? Auch ja, Ja, mehreres. Ja. okay. Schaut mal, jetzt könnte das wäre mal das eine. Oldschool hätte die Möwe so quasi umkehrt und kann sagen, okay, tu den Hintergrund ein bisschen einfach abdunkeln. Also bei manchen Porträts und so ist, finde ich das ganz schön, wenn man sozusagen da hinten den Ja. Hintergrund ein bisschen bricht. Aber natürlich, wenn ich auf Motiv auswählen gehe, dann bin ich jetzt natürlich auf der, die Möwe natürlich, die müsste da perfekt erkennen. Ja, da kann ich jetzt quasi den ganzen Hintergrund dann dunkler machen. Also das, an das einfach denken, dass der Lightroom das inzwischen schon kann. Das ist eine tolle Funktion, ja. Also einfach Maske und dann habt ihr alle Masken, die da sozusagen erscheinen, habt ihr zur Auswahl, gell? Jetzt zum Geradestellen. Warte mal, wo haben wir das? Entzerren. Wir haben nämlich extra was schief aufgenommen, damit man das zeigen kann. Kannst es leicht sagen. Nein, ich bin auch zu Schausaugert. Na, das passiert eh Ja. jedem. Schaut mal, und zwar beim Freistellen und gerade ausrichten Werkzeuge, ich gehe da nochmal auf Zurücksetzen. Ja. Wenn ich da auf Auto gehe, dann versucht einmal Lightroom das irgendwie zu machen. Ist ja schon mal nett. Und du kannst aber dann einfach da auf diesen Knubbel klicken und dann kannst du es mit dem Mausrad drehen oder mit Schieben. Und du kannst aber einfach hier dieses Winkelwerkzeug nehmen, dann ziehst du einfach hier entlang dieser Linie. Das kann entweder vertikal oder horizontal sein. Du kannst das so genauso zielen. Und dann passt ja das an, gell? Aber die Perspektive bleibt noch, gell? Klar, nein, aber da gibt es noch Ja. ein Zusatztool. Und zwar beim Transformieren kann ich sagen Auto. Das verwende ich sehr, sehr oft. Weil dann versucht, jetzt kann es nur gerade stehen natürlich.
Und ich muss nur aufpassen, da verliere ich jetzt schon ein bisschen was. Das heißt, ich muss dann schon beim Fotografieren schauen, dass ich ein bisschen mehr aufnehme, links und rechts. Aber mit dem Tool kann ich das natürlich ganz, ganz, ganz toll gerade stellen, gell? Perspektivisch korrigiert. Boah. Ja. Ja. Ich habe, ich meine, da habe ich jetzt natürlich, ich habe schon eins vorbereitet, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt irgendwie krachen. Und einfach da das Hackerl setzen. Ich meine, wenn du da genügend Platz hast, gell, funktioniert das super. Wahnsinn, ja. Schief ist auch nur ein bisschen. Das heißt, jetzt, dann kombinieren wir einfach das Tool. So, jetzt können wir da noch. Also jetzt kann man es da einfach. Und man kann dann einfach draufklicken und jetzt kann man mit dem Mausrad das ganz, ganz fein einstellen. Also jetzt ist Dreh am Mausrad. Ja, sehr schön. Und ich kann es dann numerisch eingeben, gell? Kannst du auch so einfach, ich kann es dann numerisch genauso eingeben. Ich kann einfach drüber gehen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, da wieder den Winkel, ne? Genau. So, jetzt bin ich, hängen wir eh noch ein bisschen. Und das andere, das war mir zu schnell, wie du das Bild gekippt hast quasi. Wo hast du das gemacht? So, das geht da unten in Transformieren. Okay, danke. Und Dann jetzt ist also eine Frage. Auto hast quasi Warte. so halb und voll, das passt meistens nicht. Also bei voll entzerrt das komplett. Also das ist in vielen Fällen nicht zielführend. Du Karl, beim Transformieren, wenn ich da jetzt auf Auto gehe, muss ich dann wirklich immer zusätzlich noch auf die Winkelfunktion gehen, damit ich sicher bin, dass das Foto ja horizontal ist oder Na, vertikal. nur wenn es da zum Beispiel, wenn es die Idee, wenn du glaubst, dass es noch schief ist, weißt? Also ich habe da keine Gewähr, dass das wirklich hundertprozentig passt, sagen wir so. Genau, na genau. Weil schaut, wenn wir Deutsch schauen, ich glaube, es ist nur ein bisschen, hängt es noch irgendwo, oder? Ja, nach links. Das sind jetzt, also schaut, das sind nur 0,4 Grad. Aber das sieht man normalerweise, Margit. Okay, ja. Und das war jetzt vielleicht auch noch ein bisschen ein Aspirant für Göbstich. Also das wäre für mich so ein HSL-Kandidat. Aber da in den Raum eine. Die Lampen ist auch gut. Und ihr seht, das braucht oft ganz wenig, gell? Also das braucht wirklich nicht viel. Wenn wir uns vorher noch anschauen, ist schon bedeutend schöner. Und bei die, wenn ihr irgendwelche Gebäude aufstellen wollt, müsst ihr immer aufpassen, dass ihr genügend Platz habt, gell? Ja. Ich kann das natürlich auch jetzt händisch machen, indem ich sage, okay, ich möchte jetzt und da mit dem Zuschnitt beschränken, schneid das gleich aus. Und wenn man es überkorrigiert, schaut es unnatürlich aus, gell? Ich Aber habe ich halt noch glaube, ein auch uns da, ja, Entschuldigung, geht schon, ein mach bisschen mal. Verzerrung hat man ja. Und natürlich, man schneidet dann irgendwann einmal den Spitz umweg, das ist natürlich auch deppert, gell? Das will man in der Regel drauf haben. Aber wie gesagt, wer für Architektur macht, das ist echt eine coole Funktion. Musst halt ein bisschen da weiß lesen oder musst ein bisschen größer fotografieren, also Genau, mehr Ausschnitt und fertig. ja, und wichtig ist natürlich, dass man dann schon, also eben das Foto werden deswegen ausgesucht, weil ich nicht wirklich im rechten Winkel vorne drauf bin und da schon recht viel Projektion habe, dann ist natürlich schon schwierig. Ja, aber ein bisschen, ja, das ist ja schon. Jetzt Ja, ist Spiegel halt, ne? ihr seht, das kann auch schon automatisch, also das ist echt Ja. unglaublich. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein super Beispiel für schief. Und das funktioniert auch mit der Autofunktion, glaube ich, ganz gut. Bam. Ja, Bam. zwei. Genau, man muss halt nur schauen. Und da, wenn ich jetzt schräg fotografiert habe, macht es auch nichts. Aber ich muss aber schauen, dass ich irgendwo
dass der Altar in dem Fall muss vorne einfach in der Waage sein, weil sonst schaut das irgendwie nicht gut aus. Nur ein Trick zum Weißabgleich. Fangen wir es mal so an. Also wenn ich jetzt irgendwie so der absolute Weißabgleich Freak bin, dann kann ich ja so einen Farbkeil fotografieren und kann dann quasi auf dem Farbkeil da irgendwo den Weißabgleich machen. Also ist im Prinzip egal. Normalerweise macht man es da so auf mittleres Grau. Das wäre jetzt für mich zum Beispiel die Referenz für die ganze Serie, gell? Und wenn ich aber zum Beispiel das nicht habe und so wie da, dass ich den Weißabgleich komplett irgendwie falsch gemacht habe, dann gehe ich da oben mit der Pipette rein und suche mal was Weißes und klicke einfach hier einmal auf dieses Etikett. Es kann, also das Schwarze da funktioniert nicht so gut. Es muss irgendein mittlerer Grauton sein. Dann habe ich mit einem Mausklick sozusagen den Weißabgleich. Dann kann ich da jetzt natürlich auch noch ein bisschen sagen, okay, mir jetzt vielleicht dunkler, wenn wärmer, kann ich da anpassen. Und so tue ich mir natürlich extrem leicht. Das Problem ist, wenn ich dasselbe jetzt im JPEG habe, das ist immer mein, dann schaut das natürlich im Prinzip so aus. Dann habe ich ja Pech gehabt, weil das bringe ich einfach nicht hin, gell? Da müsst ihr aufpassen. Also wenn ich das, und zwar das hat einfach damit zu tun, dass halt das RAW viel mehr Bildinformation hat, gell? Ob jetzt fotografiert jeder, der das gesehen hat und sowas will, nur mein Raw. Na, also, aber das ist speziell bei Kunstlicht, gell? Ja. Oder auch so ein Trick zum Beispiel, das haben wir jetzt auch natürlich mit falschem Weißabgleich aufgenommen, das ist quasi Kunstlicht im Freien. Ich kann auch zum Beispiel mir sagen, okay, ich suche mal den. Den geht jetzt nur auf 100%. Das weiß in den Augen. Das weiß in den Augen. Oh, das war ja Nein. falsch. Das funktioniert genauso. Sure. Dass man sucht irgendwas Neutrales und hat sofort, also es geht auch da hinten der Weg geht. Also das ist zum Beispiel, wenn die RGB-Werte, wenn die annähernd gleich sind, dann habe ich immer einen Grauton, gell? Also ich muss mal Okay. irgendwas suchen, Asphaltstraßen zum Beispiel, also da habe ich 60, da bin ich schon ziemlich gut dabei. Oder grauer Anzug. Also das ist auch. Und natürlich, wenn der Farbstich nicht so arg ist, geht es mit JPEGs genauso, gell? Aber der Weißabgleich ist natürlich abhängig von der Lichtquelle, gell? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo innen fotografiere und ich bin mir nicht sicher, dann kann ich natürlich so einen Color Checker mit fotografieren. Dann weiß ich nachher, aha, ich mache da mal einen Weißabgleich drauf und dann passt es. Wobei man sagen muss, solange die Sonne Lichtquelle ist, funktioniert das normalerweise immer recht gut, gell? Da gibt es eh Ja. kein Problem normalerweise. Und wie mache ich das jetzt, wenn ich Hausnummer jetzt Indoor und ich habe bei all diesen Fotos mehr oder weniger den Farbabgleich nicht richtig? Kann ich da 10 auf einmal auch korrigieren? Ja, genau, schau. Und zwar, wir machen da jetzt ein plakatives Beispiel. Ja. Ich mache das da einfach ein bisschen wärmer. Und ich tue da noch irgendwas ein, dass man es richtig gut sieht, gell? Und jetzt nehme ich einfach also nehme ich mal alle Bilder, markiere, das ist immer wichtig, das erste ist immer das Bearbeitete. Und dann gehe ich auf Einstellungen synchronisieren und sage Ja. jetzt alles auswählen und gehe auf Synchronisieren. Jö. Und das war's. Und was ich extrem eine grenzgeniale Funktion finde, man kann da jetzt umschalten auf automatisch synchronisieren. Jetzt kann ich da zum Beispiel am ersten Bild arbeiten. Ich blende das nach unten ein und schaut mal, wenn ich da jetzt sage, alles zurücksetzen, dann gehen alle Fotos gleich mit. Also automatisch synchronisieren. Und alles, was ich jetzt am ersten Bild mache, wird da automatisch quasi mitgemacht. Ich mache da mal die Belichtung ein bisschen dunkler. Das heißt, das ist richtig, richtig eine coole Funktion. Das heißt, ich sehe dann gleich bei allen so über den Durchschnitt, ja. Genau. Weil wenn jetzt zum Okay. Beispiel
das wirklich Fotos sind, die sehr, sehr ähnlich sind, weil ich Bergwandern war oder was auch immer. Und das geht jetzt in der neuesten Funktion auch mit Masken. Das heißt, es geht auch mit allen, was man, das geht sogar mit den KI-Masken. Also, wenn du zum Beispiel so Kimmel auswählen, das ist nämlich das Grenzgeniale. Jetzt wählt er bei allen den Himmel aus, echt wahr? Ja. Na. Und jetzt kann ich zum Beispiel dann einfach beim ersten Bild den Himmel ein bisschen bearbeiten. Und habe dann sagen, alle Fotos gleich richtig bearbeitet. Da rechnet aber ein bisschen, schau. Ja. Jetzt geht es, okay, dann mache ich da die Belichtung ein bisschen zurück und dann haben wir da ein bisschen Klarheit eine. Und ihr seht eh, lokale Korrektur für 5 Bilder. Und das sind jetzt, das ist eine Panoramaserie. Die werde ich jetzt einmal, da werde ich jetzt einmal, das mittlere gehört nicht dazu, das tue ich jetzt einfach einmal weg. Und jetzt gehe ich mal mit der rechten Maustaste auf Zusammenfügen von Fotos als Panorama. Ja, bitte. Jetzt kann ich mir gleich im Lightroom sozusagen das Panorama zusammenrechnen lassen. Er macht eine sogenannte TNG-Datei. Und so Landschaftspanoramen könnt ihr ruhig aus der Hand machen. Gell? Also da muss man jetzt nicht, da braucht man nicht unbedingt einen Panoramakopf oder so. Also das geht wirklich aus der Hand richtig gut. Bisschen überlappend halt wahrscheinlich, ne? Genau, 20%. Und musst du auf manuell stellen, damit du immer die gleiche Du, ich Belichtung stelle hast, schon auf oder? manuellen Ja. Modus. Wobei, das ist total arg, die Kameras kennen das inzwischen so gut, das ist unglaublich. Also das ist, ich denke mir immer, das gibt es fast nicht. Also auch wenn ich es jetzt im AV-Modus oder so mache. Schaut mal, jetzt habe ich da eine sogenannte TNG-Datei und die kann ich jetzt auch nach wie vor noch komplett bearbeiten, weil das Bild hängt da ein bisschen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen, nicht so viel. Ja, das heißt, da habe ich dann auch wieder alle Möglichkeiten, um das auch dann noch fertig zu bearbeiten. Und wenn mir das passiert mit dem weißen Rand, gehe ich einfach dann auf Bild beschränken und dann zoome da so weit rein, dass das quasi wieder passt. Und da Und die könntest du jetzt auch noch Dunkel, Masken setzen und alles da kannst machen. du jetzt weiterarbeiten, alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Okay. Und die Wow. Biegung des Horizonts hätte ich auch können noch. Die muss den Photoshop machen. Ja, ah, Photoshop. Weil das geht nicht, weil da hat er was die. Aber das ist auf einem Berg um, der ist, der schaut so gekrümmt aus. Aha, ist gar nicht so wild. Also das ist in Madeira, schaut das nicht ganz so arg aus, aber so ähnlich schaut es tatsächlich aus. So, was zeige ich jetzt noch? Bin ich froh, dass das noch einer sagt. Ich habe nämlich meinen Söhnen erklärt, das ist der Horizont, das sieht man schon die Erdkrümmung und sagt, ich soll nicht so viel trinken. Aber das ist wirklich voll arg massiv. Also das, also wenn du, ich habe jetzt also meinen, den Paul haben wir verloren. Ich hab da mit dem Fischaugenobjektiv fotografiert, wo der Effekt Ja. natürlich verstärkt wird, Ja. was in dem Fall auch schon gut passt. Aber man sieht dort tatsächlich die Erdkrümmung, weil es eine kleine Insel ist und man steht hoch oben. Ja. Wenn ich da jetzt zum Beispiel fotografiert mit 25.600 ISO. Ah. Das war in einem Fado-Lokal in Portugal, da war es irrsinnig, ja, da war irrsinnig wenig Licht. Und die erste Aktion natürlich ist, Schärfung muss ich in dem Fall rausgeben, weil sonst schärfe ich nämlich einfach die, ich schärfe sonst das Rauschen, gell? Ja. Wenn Sie jetzt einmal schaut, und Das ist wenn, ziemlich unglaublich. Und wenn du jetzt wieder rauszoomst, also wenn ich das jetzt zum wow. Beispiel drucke, dann fällt es überhaupt nicht auf, dass das so, dass das Ja. so, dass das so stark gerauscht hat. Wahnsinn. Und das schon mit einer öderen Kamera aufgenommen. Mit 16.000 ISO. Und da ist natürlich das Problem. Wenn das Foto unterbelichtet ist, jetzt muss ich mal die Belichtung reparieren. Und dann, wenn ich die Belichtung repariere, natürlich, dann fängt es natürlich Vollgas zum Rauschen an. Schaut, wir haben da mal. Boah.
Und da haben wir nämlich ein Helligkeitsrauschen und das Farbrauschen. Das Farbrauschen kennt ihr, das sind diese rot-grünen blauen Pixel und Ja. natürlich rauscht es auch in die hellen Stellen. Aber das Interessante ist, Schärfung wieder raus. Selbst da könnte ich noch ein bisschen was machen. Wenn ich das Gesicht jetzt noch selektiv bearbeite, also es ist schon erstaunlich, was da aktuelle Kameras leisten, gell? Und wenn ihr das Foto verkleinert, wird das Rauschen auch verkleinert, gell? Also wenn du das Foto dann einfach in einer kleineren Version druckst, hast du natürlich auch das Rauschen verkleinert, gell? Ja. So eine Geschichte, die so wahnsinnig gefällt. Wir wollen da einen sogenannten Color Key machen. Das heißt, wir wollen das Foto komplett schwarz-weiß machen und nur die Straßenbahn soll rot bleiben, gell? Und das geht ganz, ganz leicht. Ich gehe hier bei HSL in die Sättigung. Die nehmen wir mal alle Farben raus, außer Rot, gell? Dass die Vorarbeit ist doch relativ schnell erledigt. Aber jetzt stören mich natürlich da noch die paar Leute. Das heißt, ich mache wieder eine Maske. In dem Fall einen Pinsel. Und jetzt ist wichtig, das automatisch maskieren muss ich jetzt ausschalten. Und mit gedrückter Alt-Taste kann ich dann einfach. Jetzt muss ich die Maske umkehren. Moment, jetzt muss ich nur schauen, was ich da gemacht habe. Was ist die Sättigung, was ich rausnehme? So, wo ist die Sättigung? Genau, die Sättigung nehme ich jetzt da komplett raus. Das heißt, die paar Roten, die da noch sind, da male ich noch drüber. Und ich habe ganz, ganz zackig schnell so ein Color Key gemacht. Das geht natürlich nur mit Motive, wo das auch passt. Das heißt, ich habe zuerst einmal. Da brauche ich nur die Sättigung, sonst brauche ich nichts, gell? Also wenn ich Farbton oder Luminanz verwende, funktioniert das nicht. Also da bin ich mal so blamiert bei einem Seminar, weil ich das am Anfang noch nicht genau gewusst habe. Da wäre rumgeschraubt, das ist nicht gegangen, gell? Und dann ist eben der Schmäh, beim Pinsel muss ich bei dem verbleibenden Rot einfach die Sättigung nur rausnehmen. Das heißt, jetzt gehe ich da eine, schalte mir die Maske nochmal aus. Das heißt, da ist eigentlich nur die Sättigung auf Null. Ja. Und schon ist das Ganze, und da brauche ich auch, kann ich auch ruhig ein bisschen schlampert malen, also da muss ich jetzt nicht so genau malen, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Gibt es mal von eurer Seite soweit Fragen? Na eine, da war ich unaufmerksam. Ja. Und zwar das bei dem Porträt, wo du da diese, sag ich mal, die Flecken im Gesicht mit dem Pinsel weggemacht hast. Ja. Da kann ich zwar markieren, aber weggehen es nicht. Ah, warte. Irgendwas. Ja. Ja, warte mal, da musst du nur Da habe ich drücken. irgendwas verpasst. Ja, da musst du nur drücken und ziehen. Warte mal, schau, da gehst. Schau, da gehst einfach Genau. da auf den Reparaturpinsel. Ja. Dann brauchst du nur, kannst du einfach ganz leicht drüber malen. Okay. Und du kannst dann da noch sagen, von wo das kommen Ah, das sollte, nimmt gell? er sich selber oder ich kann sagen, die Stelle, ja, Genau, passt. Okay, wenn das aus danke. irgendeinem Grund nicht passt. Und es gibt jetzt auch das Inhaltsbasierte. Also das Tool kennt vielleicht der eine oder andere von Photoshop. Da kann ich jetzt auch quasi Sachen inhaltsbasiert füllen. Schauen wir mal, was wir da Passendes haben. Keine Bank. Fast. Es ist vielleicht ein bisschen zu groß, aber so Kleinigkeiten kann ich da einfach wegretuschieren. So wie da zum Beispiel, der müsste gut Den gehen. Mistkübel. Genau, so schaut es Ah, weg. weg Das, ist er. also, das ist das, was eigentlich bis jetzt nur beim Photoshop gegangen ist, aber das geht jetzt auch inzwischen im Lightroom. Und da kann man natürlich auch ein bisschen herumtouren, bis dann passt. Und
weil die Elisabeth gefragt hat wegen einem Stempel. Geht natürlich mit gedrückter Alt-Taste, nehme ich da auf und stempel dann da drüber. Das heißt, ich kann da sagen, okay, ich suche mir da die richtige Verlängerung. Das heißt, ich kann mit dem Stempel einfach von A nach B irgendwo stempeln, das kennt ihr vielleicht eh. Ich meine, so. Ich kann sagen, okay, ich nehme das da auf und tue es da nochmal her. Dass du kannst, so Sachen kann man da machen. Also Stempel braucht man eher, finde ich am wenigsten. Also Reparaturpinsel plus inhaltsbasiert ist das, was ich total oft verwende, um einfach so kleine Störungen im Bild wegzukriegen. Ja, da ist nochmal. Das ist nun so dieses drastische Beispiel des Reparaturpinsels. Nimm die Vögel weg. Und das geht jetzt wahrscheinlich mit dem inhaltsbasiert Füllen auch. Also jetzt sieht der Rechner da schon eine Zeit lang. Ja, also einfach zur Beseitigung von dann schauen wir uns vielleicht zum Schluss nochmal den Export geschwind an. Also ihr könnt beim Exportieren nochmal festlegen, wo die Fotos gespeichert werden. Also entweder gibt es einen Ordner an, zum Beispiel Fotobuch sowieso. Dann kannst du sagen, okay, ich hätte gerne einen Unterordner Fotobuch. Und im Prinzip gebe ich dann hier wie Original, aber das ein JPEG normalerweise, Farbraum sRGB, Qualität 76. Und wenn ich die volle Auflösung ausgeben möchte, gebe ich hier einfach das Häkchen weg. Beim Bildschirm einpassen. Schärfen kann man sagen für Bildschirm oder zum Beispiel mattes Ganzpapier. Ja, und das war es eigentlich schon. Und dann macht er mal eine Kopie und gibt die Kopie aus mit meinen Bearbeitungen. Okay. Und die Pixelanzahl, die ist, gibt es da Anhaltspunkte oder? Genau, das ist einmal Bild. Schön. Quasi der letzte Schritt ist immer das Bearbeiten, egal ob es ein RAW oder JPEG ist. Also Bearbeiten ist immer sozusagen dann zum Abschluss das, was dann gemacht werden muss.